Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute geht es mal ein bisschen um das Thema Werbung. Ihr seht zum Beispiel hier oben bei mir gerade, ich mache Werbung für den BW Online Shop. Ich habe dort andere Partner wie Fotokoch, MMOGA, Hightech, bald auch Y-Food etc. Und genau darum sollte es heute gehen. Um Influencer, die Werbung für etwas machen. Wieso, weshalb, warum. Und dieses Ganze einmal so ein bisschen beleuchten, was mich so ein bisschen auch ein bisschen stört. Wie funktioniert das Ganze? Wie kommt man an Werbepartner BW Online Shop? Bei BW Online Shop muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine riesengroße Ausnahme. Ich habe auf Seven vs. Wild reacted und der BW Online Shop hat mich gefragt, hey Krieger, wir würden gerne dich ausstatten mit Equipment, mit Zeug und würden dich gerne in den Wald bringen. Wir finden, das passt gut und so ist die ganze Kooperation quasi zustande gekommen. Also ne, ich bin angesprochen worden, direkt über Instagram von dem BW Online Shop oder von der Marketingagentur. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus an Nils. Und so ist der BW Online Shop quasi auf mich aufmerksam geworden, hat mich kontaktiert. Ich habe im Wald übernachtet und dann ist das Ganze wesentlich größer geworden. Dann ist ein Fritz Meinecke auf dem BW Online Shop aufmerksam geworden. Dann haben die sich miteinander connected und dann waren die letztendlich, glaube ich, der Ausstatter für die zweite Staffel von Seven vs. Wild und einfach krass, was das für eine Tragweite hat. Vor allen Dingen auch, wo ich sagen muss, da klopfe ich mir auf die Schulter, bin ich stolz drauf, dass ich quasi so der erste Schritt gewesen bin, beziehungsweise der zweite Schritt. Nils hat mich ja angeschrieben und ich habe ja gesagt. Und was den Stein da so krass ins Rollen gebracht hat, finde ich einfach Wahnsinn. Es gibt sehr viele Partner, die wir schon sehr, sehr lange kennen im YouTube-Bereich, im Streaming-Bereich. Und das ist zum Beispiel einer der Partner. Kennt ihr, glaube ich, alle. Habt ihr alle schon mal gesehen. Elgato. Und ich glaube, mich leuchtet hier gerade ein Keylight an. Ich habe hier vorne ein Stream Deck. Ich glaube, jeder von euch hat von der Marke Elgato schon mal gehört und hat von der Elgato schon irgendwie ein Produkt gesehen, mitgekriegt. Hier hinten, das schwarze Ding hier im Hintergrund. Das ist der Greenscreen, den ich von Elgato habe. Der passt hier leider von der Breite nicht wirklich rein und man kriegt auf jeden Fall mit, ey, da gibt es sehr viele Player, die irgendwie am Start sind. Sehr, sehr viele. Denkt man zumindest. Aber wenn man das Ganze sich mal so ein bisschen beleuchtet und so ein bisschen anschaut, dann sind es gar nicht mehr so dermaßen viele Unternehmen, aber es gibt viele Streamer und ihr bekommt davon mit. Denn ihr seid die Konsumenten, ihr schaut euch die ganzen Streamer an, habt natürlich eure favorisierten Streamer und es gibt viele Unternehmen, die auch in der Branche sehr, sehr gut reinpassen, natürlich. Ne? Ich nehme jetzt mal Elgato, SCUF, dann alle möglichen Gaming-Stühle, haben wir super viele, von, was weiß ich, Noble Chairs bis hin zu, was gab es denn da noch? Jetzt fällt mir natürlich kein anderer Stuhlhersteller ein, außer Noble Chairs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte früher Stühle, bin aber davon nicht wirklich so überzeugt gewesen. Deswegen habe ich hier meinen Sedus Mr. 24, weil ich ein großer, dicker Typ bin. Und wenn man viel sitzt auf so einem Stuhl, dann ist das die X-Racer, genau. Max Nomic, Dankeschön, mein Chat. Danke, Reloadiac. Liebe Grüße gehen an dich raus, Reloadiac, wo wir gerade dabei sind. Und ne, das sind aber auf jeden Fall Player, die auf jeden Fall in der Szene sind. Oder Notebooks billiger. Hightech ist mein Partner beispielsweise. Und da gibt es noch viele, viele andere, die da irgendwie mitspielen. Das ist auch alles in Ordnung. So, dann natürlich auch dann, was weiß ich, Peripheriehersteller wie Logitech, wie Rocket und. Na, die Liste ist endlos. Alles gut. Jetzt sind andere Unternehmen aus Startups oder ähnlichen Parts auf Twitch und YouTube aufmerksam geworden. Und es ist immer krasser geworden. Und ich nehme einfach mal einen, von dem ihr alle schon hundertprozentig was gehört habt. HelloFresh. HelloFresh ist einer der Partner, die ich sehr cool fand. Aber wo ich die Politik nach und nach schlechter finde. Und warum ist das so? Einfach, weil man einfach merkt, wie das Unternehmen abzielt. Ich mag es in erster Linie, wenn ich Geld verdiene. Das ist für mich schon mal das Wichtigste. Weil ich habe nichts zu verschenken. Ich mache das Ganze hier 14 Jahre. Und wenn man mir jetzt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas gibt, dann füllt das vielleicht nicht meinen Kühlschrank. Oder es füllt vielleicht meinen Kühlschrank, aber es zahlt mir nicht meine Miete. Oder meine Rechnungen. Die müssen aber bezahlt werden. Also möchte ich Geld verdienen. Das ist das Erste. Dann kommt der nächste Punkt. Ich möchte das Produkt gut finden. Das ist der zweite Punkt für mich. Ich möchte das Produkt gut finden. Es gibt manche Produkte, wo ich sage, hey, dafür würde ich Werbung machen.
Aber dann möchte ich das auch offen kommunizieren, dass ich dafür Werbung mache, weil ich Geld verdiene. Und nicht, weil ich davon das mega überzeugt finde. Und dann gibt es für mich dritten Punkt. Und das seid dann ihr. Ich möchte, dass ihr davon einen Mehrwert habt. Sei es, dass ihr dadurch Geld sparen könnt, dass ihr, was weiß ich, ein cooles Produkt bekommt. Etwas, wohinter ich auch stehen kann. Diese ganze Transparenz versuche ich mit euch zu teilen. Und ich versuche das jetzt in verschiedenen Beispielen zu machen und möchte damit keinem Werbepartner auf die Füße treten und möchte damit auch keinem, wie soll ich sagen, zu nahe treten. Aber es ist einfach nur meine Wahrnehmung. Ich nehme jetzt als erstes HelloFresh, weil ich selber mit denen über mehrere Monate gearbeitet habe. Und bei HelloFresh ist es so, ihr bekommt eine fixe Vergütung, plus noch ein Affiliate-Teil, das heißt, je mehr Boxen ihr bestellt, desto mehr kann ich dann prozentual daran verdienen. Vollkommen in Ordnung. So. Was mich bei HelloFresh sehr oft gestört hat, möchte ich auch offen drüber reden. Ich habe einen Deal angenommen und da hieß es dann, hey, wenn ihr noch nie bei HelloFresh wart, also als Erstkunden, dann bekommt ihr einen 60, 70, 80 Euro Rabatt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, bei den Boxen, bei den Futterboxen, die ihr quasi nach Hause bestellt, 60 Euro dann auf den gesamten Monat zu sparen. Klingt ja erstmal gut. Das Problem ist aber, es ist ein Abo-Modell. Ihr müsst es abbestellen oder könnt es wieder aktivieren, was ich auch gut finde. Aber ich finde es sehr schade, wenn ich Werbung dafür mache und ich habe Leute, die bei HelloFresh schon Kunden sind, dann möchte ich ganz gerne diesen Leuten auch etwas bieten. Diesen Abonnenten möchte ich gerne was bieten. Das heißt, ich möchte, dass auch die Bestandskunden etwas bekommen. Dass die Bestandskunden auch davon profitieren. Weil wenn ich dafür Werbung mache und nur Neukunden erziele, irgendwann ist doch so dieser Punkt, dass es dann so immer weiter runter geht, beziehungsweise dass natürlich, wenn man halt ganz viele Werbepartner auf Twitch verteilt hat, unter den ganzen Leuten, dann wird es ziemlich, ziemlich schwierig. Dann wird es ziemlich, ziemlich schwierig. Und das ist etwas, was ich nicht sehr schön finde. Ich fände es dort wesentlich angenehmer, wenn man sagen würde, hey, alles klar. Ne? Auch Bestandskunden haben die Möglichkeit, daran zu sparen, daran zu profitieren. Das finde ich cool. Das funktioniert leider noch nicht so ganz. Mittlerweile muss ich dazu intervenieren, geht HelloFresh hin und sagt, Bestandskunden, die aber seit einem Jahr nichts mehr bestellt haben, finde ich schwierig. So, dann geht es weiter in Partner, die wirklich sich komplett auf dem Markt verstreuen. Und da nehme ich jetzt mal als Beispiel einen Partner, mit dem ich selber Erfahrungen gemacht habe. Und das ist Holzkern. Holzkernuhren, Holzkernschmuck. Von was weiß ich, von Herrenuhren, Damenuhren, Schmuck, sogar bis hin zu Handtaschen, Sonnenbrillen, alles Mögliche ist dabei. Und Holzkern ist, wie ich fand, ein sehr, sehr cooles Unternehmen. Fand ich sehr, sehr cool. Ich habe die Uhr hier noch neben mir, die ich jetzt weniger trage, weil ich halt eine Apple Watch habe, die halt mir so ein bisschen den Tag erhilft und mich so teilweise ein bisschen motiviert. Trotzdem muss ich sagen, dass ich den Schmuck und die Uhren von Holzkern sehr cool fand, auch die Art und Weise, wie sie rangegangen sind. Es sind jetzt natürlich nicht die Marc Gebauer Uhren, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber ich muss sagen, ich finde es schon relativ schön, relativ cool. So, ich hatte einen dreimonatigen Deal, dafür gab es Geld XY. Der wurde jetzt erstmal zurückgehalten, auf Eis gelegt, der wird eventuell nochmal erneuert werden. Was ich aber so ein bisschen schade finde, weil du merkst halt, ihr könnt mal überlegen, wenn ihr viele Streamer, viele YouTuber schaut, wie oft ihr Holzkernwerbung bekommen habt. Du kriegst Holzkernwerbung, wenn du Seven vs. Wild schaust. Ne? Hier Holzkern, wenn du, ich weiß nicht, war es bei einem Otto-Projekt noch irgendwie mit dabei? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, es kann gut sein. Aber wie gesagt, der Markt ist halt sehr geteilt. Das heißt, es gibt super viel Reichweite, die generiert wird für Holzkern, was ja auch gut ist. Aber letztendlich hat nur jeder Creator einen 10%-Code. Das heißt, der Fritz hat einen 10%-Code, der Krieger hat einen, der Kalle hat einen, der Walle hat einen, alle möglichen haben einen 10%-Code. Solution hat, glaube ich, einen und. So, wir haben aber mehrere übereinstimmende Zuschauer. Das heißt, Zuschauer, die in Solution schauen, schauen noch mich, die schauen vielleicht auch Seven vs. Wild. Das heißt, ne, wir sind alle ein Team, eine große Community. Aber nur ein einziger bekommt quasi die Werbung gut geschrieben. Und da ist etwas, was ich sehr schade finde. Ich fände es sehr schön,
Über welche Streamer, über welche Influencer hast du von uns mitbekommen? Über Solution, über den, über den, über den. Das wäre wesentlich fairer für den Content Creator, für den Ersteller der Werbung, wenn man darüber mitbekriegt hat, oh, alles klar, der macht Werbung dafür. Oh, da hat er mitgekriegt. Letztendlich bekommt bei einem 10%-Code nur ein einziger quasi den hey, Dankeschön, dass du es gemacht hast. Das ist, finde ich, etwas, was sehr, sehr schade ist, egal ob es jetzt das Ganze ist. Und man muss halt auch sagen, die Anzahl der Werbepartner ist relativ gering. Wenn man jetzt mal die Food-Influencer nimmt, wir haben HelloFresh, wir haben Koro, wir haben Löwenanteil, wir haben Reishunger, dann haben wir vielleicht noch Greenforce haben wir noch mit am Start momentan, was sehr aktiv ist von den ganzen. Ich bin jetzt noch nicht im Energy-Drink-Bereich, das wird nochmal ein separater Punkt. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr krass ist. Wir haben Y-Food haben wir mit noch drin. Die würde ich jetzt noch mit reinnehmen. Das sind so die großen Player, sage ich mal, in dem Bereich. Und letztendlich hast du die Möglichkeit, dich für einen davon zu entscheiden. So. Reloadiac schreibt gerade zum Beispiel in meinen Chat. Reloadiac kennt ihr vielleicht von Staffel 1 von Terminus das Wild. Das war damals bei Y-Food schwierig bei mir. Die Leute haben natürlich eher die Codes von Martin oder Fritz genommen, weil der Großteil meiner Zuschauer die beiden auch guckt. Und genau das ist, was auch Reloadiac schreibt, ist auch das, was ich feststelle. Wir machen zwar Werbung dafür und wir bekommen auch einen kleinen Anteil dafür, dass wir Werbung machen, aber letztendlich werden wir teilweise nicht verlängert, weil die Leute einen anderen Code benutzen, von jemandem, den sie vielleicht häufiger schauen oder den sie gerade als letztes geschaut haben. Aber trotzdem, die können uns 10-mal geschaut haben und kleiner Hinweis, nur wo ich gerade das sehe, an die Kollegen von Greenforce, ihr habt ja einen exklusiven Rechtschreibfehler. Nur mal so ganz kurz. Ist mir gerade komplett ins Auge gestoßen. Entschuldigung. Grüße gehen raus, obwohl ich nicht mit denen gepartnert bin an Greenforce. Ich finde es gut, dass es Werbepartner gibt, die uns das Leben erleichtern, dass wir etwas machen. Aber ich fände es fairer, wenn es nicht nur dieses knallharte Affiliate ist, wo man sagt, hey, hier, nutz meinen Link, nutz meinen Link, nutz meinen Link. Was auch, glaube ich, für die Zuschauer immer nerviger ist. Und ich kenne es, ich rede jetzt für mich. Ich finde es teilweise nervig, wenn ich bei 15 Videos immer das Gleiche sehe und die Leute die Sachen nicht einbauen. Ich mag es, wie ein Martin die Werbung einbaut von Y-Food. Der baut den Bunker ab und sagt, ey Leute, wir müssen jetzt erstmal Mittagspause machen. Wir haben jetzt keine Zeit, Essen zu bestellen. Jetzt kriegt erstmal jeder hier eine Dose Y-Food. Das finde ich authentisch. Ich habe es bei Otto beispielsweise kritisiert mit der AG1-Rezeptur, dieses Mixgetränk da zum Trinken. Warum wird das nicht eingebaut im Video? Ne, die machen eine Wanderung, pipapo, wo doch so wichtige Mineralien, so wichtiges Zeug drin ist, was für den Körper so enorm wichtig ist. Warum wird das denn nicht auf der Tour getrunken? Warum wird dort normales Wasser getrunken? Baut das doch ein in die Videos. Baut das doch ein. Würde ich mich wesentlich mehr darüber freuen. Ähnlich wie, oder macht es witziger, wie die Jungs von Schlappen, die dann für den Energy Drink ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen coole Werbung machen. Es freut mich auch, dass andere Unternehmen wie, was weiß ich, 1&1, JBL am Start sind und Werbung auf Twitch machen und sich Influencer rauspicken. Genauso auch, was eine riesengroße Sache ist, mit irgendwelchen VPNs. VPNs, brauche ich jetzt nicht sagen, gibt es auch 4, 5, 6 Stück. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oder hier jetzt oben, wo ihr es gerade seht, Displayed. Ich habe hier zum Beispiel auch meinen eigenen Shop, wo ich meine eigenen, hier gibt es zum Beispiel das Commander Krieger Poster oder meine ganzen Bilder, die ich halt geschossen habe. Egal, ob es Street-Fotografie war oder Landschaften oder Unterwasserfotos. Da gibt es meine Displays, die ich dort hochgeladen habe. Und da durfte ich schon bisher über 1100 Bilder verkaufen. Von mir, was ich natürlich sehr cool finde. Und ich muss sagen, ich würde mich freuen, wenn die Unternehmen uns da ein bisschen mehr entgegenkommen würden und nicht einfach nur dieses krasse Affiliate-Ding machen würden. Ich vermisse die Zeiten auch von Elgato, dieses enorm Persönliche. Das vermisse ich. Und ich finde es schön, wenn man authentische, ehrliche Werbung macht. Vielleicht auch da mal ein Hinweis an meine Kollegen,
Man muss nicht alles auf Teufel komm raus irgendwie verkaufen. Und man muss halt überlegen, wozu steht man? Es gab einen riesen Aufschrei mit Y-Food, dass die zu Nestle gegangen sind oder auch bei Ankerkraut. Definitiv. Ich habe auch, sage ich ganz offen und ehrlich, Angst vor dem Shitstorm gehabt bei Ankerkraut. Und es hieß direkt, hey, wir haben Alternativen. Wir haben hier Rosemarys, wir hatten, ich weiß nicht, was es noch gab. Wir haben Alternativen für euch direkt parat. Ihr habt direkt die Möglichkeit, quasi eine weitere Gewürzmanufaktur quasi zu nutzen, um von Ankerkraut wegzukommen. Und ich habe damals auch dort zugesagt, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ich habe dann aber gemerkt, ey, ich bin irgendwie ein Fan von Ankerkraut. Und ich möchte Ankerkraut, ich nutze jetzt gerade bei mir, wenn ich in meine Küche gehe und ich mache die Schublade auf, da sind alles Ankerkrautdosen, weil ich diese Produkte einfach geil finde. Ich würde gerne dafür Werbung machen, aber dadurch, dass meine Verkäufe in Anführungsstrichen so niedrig waren, passiert das halt nicht. Ist halt auch klar, weil halt sehr viele insgesamt auf diesem gesamten Markt sind. Und ich merke, wenn man selber hingeht, ich bin zum Beispiel sehr fotoaddicted momentan und habe deswegen auch eine Kooperation mit Foto Koch. Ich habe jetzt hier unten gerade oder auch dieses Objektiv hier beispielsweise. Hier neben Dank geht raus an Foto Koch. Das ist das 35 mm 1.4 Objektiv. Und ich bin am 4. Februar, das ist der 4. Februar, ich glaube der 4. Februar ist das, bin ich bei, wenn alles klappt, wenn Papa Platte mich nicht vergessen hat, bin ich bei den Motor Games und da hat Foto Koch mir dieses Setup hier zur Verfügung gestellt. Sony 35 mm 1.4, Sony 85 mm 1.4 und das Sony 135 mm 1.8. Alles zusammen in einem Wert von knapp 5.000 Euro haben die mir jetzt zugeschickt. Ich kann diese Objektive für 2, 3 Wochen nutzen. Als Testobjektive beispielsweise kann damit ein bisschen ausrasten. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Foto Koch, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Kameramäßiges benötigt. Kommt gerne in meinen Livestream oder schreibt mich auf Instagram an. Ich frage dann direkt bei Foto Koch nach, ob man am Tagesdeal irgendwie ein bisschen was machen kann. Und vielleicht kann man den einen oder anderen Rabatt da rausschlagen. Und ne, ich nutze jetzt hier das 35 mm für diese, wie soll ich sagen, für dieses Video oder für auch für die nächsten Streams. Ich habe jetzt hier die bessere Kamera angeschlossen. Einfach, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und es würde mich einfach freuen, wenn es nicht nur um Genshin Impact und World of Tanks Games und irgendwelche Keys gibt und nach dem Motto, oh, welches Handy-Game spiele ich gerade, sondern es fehlen sehr, sehr viele, oder was heißt, es fehlen sehr, sehr viele. Ich würde mich freuen, wenn es wesentlich mehr Werbepartner gäbe, dass jeder Streamer auch wirklich das persönlich Gute für ihn findet und nicht irgendwelche Sachen annimmt, was ich leider momentan sehr häufig sehe, oder wenn es halt Sachen gibt, die halt wirklich gut sind, wie zum Beispiel auch HelloFresh, oder ähnliches, wo man dann halt sagen kann, ey, es wird zumindest fair und transparent aufgelöst. Das ist etwas, was ich momentan sehr schade finde, wo ich mich sehr darüber freuen würde, wenn die Unternehmen ein bisschen menschlicher und ein bisschen persönlicher agieren würden. Zahlen müssen stimmen, 100%. Aber trotzdem fehlt mir so ein bisschen die Menschlichkeit. Und jemand schreibt es gerade in meinen Chat, wirklich gute Sachen brauchen halt nicht so penetrante Werbung. Genau das kann ich so unterschreiben. Es muss authentisch sein. Der Streamer muss sich damit wohlfühlen und es muss zum Streamer passen. Und es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, guck mal hier, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist jetzt hier was nehmen wir denn als Beispiel? Ich möchte jetzt keinem in die Pfanne hauen. Ne, das ist jetzt hier, was weiß ich, eine super tolle Kamera, die mega toll ist und was weiß ich, die kostet 400 Euro. Mega geile Qualität. Also ich habe noch nie so eine geile Sachen bekommen, sondern es muss halt einfach authentisch sein. Und das würde ich mir von allen Seiten ein bisschen wünschen und auch ein bisschen das Persönlichere, dass das ein bisschen krasser einfließt. Sehr viel wird über die Netzwerke, über die Managements gemacht. Da geht natürlich auch, glaube ich, ein bisschen der Kontakt ein bisschen verloren. Ich würde es mir einfach wünschen. Ich fand es sehr schön, wie damals die Verhältnisse waren. Die vermisse ich ein bisschen, auch weil meine Reichweite vielleicht nicht mehr so da ist. Aber zum Beispiel, als ich beim Monty Event war und den Stefan gesehen habe, der damals bei Game Insight war, ne, Hashtag Schelle von der Brücke, und ich sehe, dass der dort im Marketing arbeitet und man sieht sich einfach wieder. Das war einfach herzlich. Das war einfach schön. Und ich bedanke mich bei meinen Partnern, die ihr jetzt hier oben gesehen habt. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Und nochmal, ich möchte keinem Werbepartner irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, auf die Füße treten. Überhaupt nicht. Ich bin froh, dass es euch gibt. Und es dürfte noch viel mehr geben, um einfach ein bisschen mehr Konkurrenzkampf zu geben. Und
Denkt ihr bitte dran, unsere Preise müssten auch eigentlich steigen. Weil wir haben auch hart zu kämpfen mit den Kosten. Wir zahlen auch Steuern. Was da teilweise an Werbung überbleibt, wenn wir mehrere, ja teilweise hunderttausende Zuschauer monatlich erreichen und was wir an Zeit und Arbeit investieren, um diese Community uns aufzubauen, da würde mich es freuen, wenn da mal ein bisschen was an Bonus kommt. Liebe Grüße und gut Schuss, euer Commander Krieger.